Und damit recht herzlich willkommen zur neuen Folge FIFA 15 Ultimate Team. Ich habe gerade überlegt, welcher Modus. Okay, ich habe eine viel, viel, viel schlimmere Mannschaft erwartet, wo ich gesehen habe, er hat auch das Bayern-Logo und die Bayern-Trikots. Da habe ich eigentlich gerade viel, viel Schlimmeres erwartet, aber das hält sich ja noch in Grenzen. In der letzten Partie haben wir. Ja. Wie nenne ich das mal? Eine unglaubliche zweite Halbzeit erlebt, die ich irgendwie immer noch nicht wirklich fassen kann. Weil ich nicht weiß, was da abging. Wir haben 2-0 hinten gelegen und haben trotzdem noch 5-2 gewonnen. Nein! Und es gibt schon wieder Elfmeter. Was zur Hölle? Wieso kriege ich jetzt... Brosinski? Was? Wo ist denn das ein Elfmeter? Ach, FIFA. Ich freue mich, dass ich den bekomme. Da ist drinne. Er war in der richtigen Ecke, aber hoch genug geschossen. Ja. Ja. It's beautiful. Ich musste gerade an eine South Park-Folge denken, die ich gesehen habe. Wo PewDiePie Gastauftritt hat. Vielleicht kennt ihr die, wo Kyle mit seinem Bruder Call of Duty spielen will und er guckt sich lieber Call of Duty am PC an und das spielt zufälligerweise PewDiePie. Und deswegen macht den Cartman auch einen YouTube-Kanal mit dem Namen Cartman Pua. Und ich kann es nicht nachmachen, wie der das macht. Cartman Pua! Er macht das genauso und kommentiert einfach Geschehnisse. Es sieht genauso aus wie bei PewDiePie mit dem Mikro und den Kopfhörer. Das ist. Klasse. Weil ich finde das so geil. PewDiePie. Und die alle Kinder immer, bei Kai, Kai, Ike im Zimmer. PewDiePie. PewDiePie. Schön, ich sollte das lieber lassen. Ich weiß nicht, wie sich das anhört von mir. Wenn ich das nämlich sage. Das hört sich bestimmt katastrophal an. Wenn ich das sage so. Der heißt WM-Pokal. Wie nennt sich denn WM-Pokal im PlayStation Network? Der Typ natürlich. Oder die Frau? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch bestimmt weibliche Leute, die FIFA spielen. Und Freistoß. Was? Okay. Sehen wir es mal so als Gerechtigkeit an, weil es kein Elfmeter war. Ich kam nicht hinterher, hinter Gündogan. Es ging nicht. Es war nicht machbar. Es ging leider nicht in der Bruchlichkeit. Kam nicht hinterher mit. Ich wollte nicht wechseln, weil ich wusste, dann hätte ich noch weniger Chancen, weil ich weiß, dass wenn ich mich auf den Spieler wechsle, dann bin ich urplötzlich noch langsamer. Och, Rüdiger, steh doch nicht im Weg. Vor allem dieser. Das ist ja die Ironie hinter dem Namen. Ich habe ja nichts gegen. Habe ich oder so. Ich finde das nur lustig. Ist ja ein typisch Name für so jemanden. Wenn du ihn siehst, der heißt bestimmt Rüdiger mit Nachnamen. Ist ja nicht böse gemeint. Ich finde es nur lustig. Ist ja auch deutscher Nationalspieler. Warum soll ich was gegen ihn haben? Ich finde es nur lustig. Was sich vorstellt. Wenn du den das erste Mal siehst und er sich dir vorstellt mit dem Namen Rüdiger als Nach. Schönen guten Tag, mein Name ist Rüdiger. Stimmt nur mit dem Vornamen, sie heißt auch mit Nachnamen irgendwie was Unaussprechliches. Nein, Rüdiger ist mein Nachname. Ich sollte nicht unbedingt 1 gegen 1 die ganze Zeit versuchen. Das geht nur in die Hose und dann passiert nämlich sowas. Okay, ich habe den definitiv unterschätzt von den Gegnern, das muss ich zugeben. Ich habe ihn unterschätzt. Stand da gerade der Weidenfeller beim Eckball? Habe ich das richtig gesehen? War da gerade Weidenfeller? Warum? Warum stand da Weidenfeller? Konstantin Rausch. Ich muss schießen.
nicht abwerfe. Das ist immer der Fehler, den ich gerne mache. Nein. It's PewDiePie? Ich könnte auch mal eine ganze Folge... Vielleicht mache ich Folge 50. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich Folge 50 nur im Troggelbecher-Modus machen soll. Also, dass ich immer nur sage, Troggelbecher. 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 Wäre natürlich sehr schön. Nein! Bestes Commentary ever. YouTube-Untertitel, mal gucken, ob der immer Troggelbecher anzeigen würde oder zumindest das gleiche Wort. Der YouTube-Untertitel ist sowieso das Beste, was es gibt auf der ganzen Welt. Was der so ausspuckt an Kombinationen, was du gesagt hast. Hin und wieder ist mal ein richtiges Wort dabei. Aber auch nur hin und wieder. Es ist immer wieder sehr amüsant anzusehen, was da so steht. Müsst ihr mal drauf achten. Müsst ihr mal anmachen. Am besten ist es bei Kronk. Kronk benutzt ja gern mal so Wörter, die es eigentlich gar nicht gibt. Was dann da zu Wortkombinationen rauskommt, ist das Beste auf der Welt. Ich will gar nicht wissen, was bei Dena steht. Ne, Dena nicht. That is not impossible. Ne, possible müsste ich sagen. Impossible ist unmöglich. Den hätte er Weidenfeller haben können. Hätte Fahrradkette. Oh, jetzt ist es wieder Rodriguez Zeit. Der ist ihm zu hoch. Da war ich Gott sei Dank dran. Deswegen ist er nicht durchgekommen mit dem Pass. Nein! Rausch! Rausch stand mir im Weg. Oh Gott, das wird eine furchtbare zweite Halbzeit werden. Das weiß ich jetzt schon. Warum steht da Weidenfeller? Immer steht Weidenfeller. Egal bei was zu einer Aktion, es steht Weidenfeller. Hummels hat sich reingeworfen. Da steht schon wieder Weidenfeller. Wenn er einmal den Fehler macht und einen Weidenfeller in der Ecke schießen will, hat er ein Problem. Ich hätte ein Problem, weil ich nehme immer den nächstbesten Schützen, der da steht. Willst du mich verarschen? Das war faul. Nein, war es nicht, ey. Mann! Das war ein typischer Thomas Müller. So. Oh. Mann. Mister. Ach, Mann. Wir wechseln nicht. Warum auch? Das Mittelfeld ist das Problem. Die Verteidigung funktioniert gut zusammen, auch wenn drei Silberspieler drin sind. Das hat ja nichts zu aussagen. Aber der Sturm ist optimal für ihn. Oh, verdammt. Das wird eine Niederlage. Ich weiß es genau, dass es eine Niederlage wird. Oh, kein Weidenfeller. Halleluja. Och, Alter. Hast du mich verkackeiern? Das war doch unfaul. Was ist jetzt meine FIFA-Idee von mir spricht? Im Nachhinein sagt man, nee, das ist mal kein Foul, aber das ist das Typische, was man denkt. Da wirft man... warum war mein Torwart da so auf halb acht? Ich wollte eigentlich... ganz woanders den Ball hinhaben. Ich habe eigentlich nach oben gedrückt. Weil ich wollte eigentlich auf Aubameyang den Ball spielen, weil der besser stand. Der hätte da durchstarten können. Aber nein, es wird ja auf Herrn Ramos gespielt.
Was sind denn das für Pässe, Leute? Warum geht da nicht Ramos zum Ball? Der steht doch viel besser. Er kann den Ball mitnehmen und ist dann durch. Mann, 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 Mann. Ja, ich glaube, er hat es geahnt. Deswegen ist er da schon hingelaufen. Och, Mann. Ramos. Mann, Ramos, Lee. Nein, De Bruyne. Da stehen sie dann 4 Männer an der Abseits, ey. What are you doing there? So. Ja. Aubameyang ist irgendwie aus der Partie. Gott sei Dank war es Abseits. Wenn ich mit dem einmal durch bin, habe ich gewonnen. Aber ich komme nicht an Rüdiger mit dem vorbei. That is a problem. Und er spielt katastrophale Pässe, die direkt zum Konter führen. Oh Gott, Alter. Er steht da einfach nur nicht, lauf in die Reihen, ey. Mann. Satz mit X war wohl nichts, ey. Mann. Jetzt raus, mir reicht's. Nee, noch nicht ganz. Wir testen noch was anderes, aber vorher nehme ich mir anders raus. Das ist mir gerade lieber. This was my... Och, Mann. Mann, Boateng kommt man halt nicht so einfach vorbei. Schön, dass du nicht auf den Ball zugegangen bist. Sag ja, wenn der einmal durch ist, ist es ein Tor. Aber nein. Er spielt eigentlich auf der linken Position, aber er war gerade wieder rechts aufgetaucht. Egal, Hauptsache Tor. Kein Freistoß, obwohl er mich reingehüpft ist. Na gut. Ich glaube, ich krieg keine Freistöße heute mehr. Wie diesen Elfmeter. Abseits, aber egal. So, komm. Ich wollte ganz den Götze haben, weil der viel besser da stand zur ganzen Situation, aber nein. Och, Thiago, dann kriegst du schon noch den Ball. Ich probiere es jetzt einfach nur mit den langen Bällen, Mel. Vielleicht sollte ich es auch einfach mal so probieren. Ja, Brusinski ist schneller als Aubameyang im Vollsprint. Ja. Und ich habe Sprinten wirklich... Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 oh Mann. Ich habe irgendwie das Problem, dass meine Zehner versagen alle. Ich werde gleich Boateng als Zehner aufstellen. Alter, was sind das für Pässe bitte? Nein! Warum nicht direkt? Nein, da wird Thiago geschickt, der den Ball eigentlich gar nicht kriegen kann. Aus seiner Position heraus.
Okay. Vor allem, ich drücke wechseln. Warum reagiert denn die L1-Taste nicht fürs Wechseln? Da steht einer komplett daneben. Das interessiert das Spiel nicht. Hui. Oh, schon 90. Gott, geht die Partie wieder schnell rum. Komm, schieß mit Weidenfeller die Ecke. Ach, schade. Hätte mich sehr gefreut, aber Bender schießt die Ecke. So. Ja, Rüdiger ist schneller als Aubameyang. Ist klar. Nein! Nein! Da hab ich mich verzettelt. Da geht der nach innen. Warum? Gott sei Dank habe ich den Unentschieden retten können. Oh. Ich bin eigentlich von der Niederlage ausgegangen. Uff. Gott sei Dank ist es vorbei mit der Übeltäterei. Hey, Müller hat auf beiden Seiten getroffen. Hey ho. Geld. Ein Unentschieden zum Ligabeginn. Kann ich mit leben. Das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.